Hallo Leute und herzlich willkommen bei Big Frank Gaming. Ich bin euer Big Frank und heute gibt es mal wieder was ganz Besonderes. Und zwar wissen ja einige von euch, dass ich einen alten Kanal habe, Flaps Gaming. Die Videos sind auch noch online, ja, teilweise ja. Aber ich möchte euch die natürlich nicht vorenthalten. Deshalb gibt es heute mal ein altes Video aus meinem alten Kanal. Wundert euch also nicht, dass hier gleich Flaps Gaming steht und ich von Flaps Gaming rede und nicht von Big Frank Gaming. Die Videos sind gut und es steckte viel, viel Arbeit in dem Kanal. Und ich denke, es ist vollkommen okay, wenn ich die Videos hier nochmal hochlade. Viel Spaß damit, Freunde! Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Trüberbrook. Wir sind jetzt schon zum dritten Mal hier, zum vierten Mal. Gottchen. Und wir befinden uns mittlerweile in Kapitel 4. Wir sind durch die rote Tür durchgegangen, wo wir auf diesen netten Kerl da in unserem Bett getroffen sind. Total verrückt, aber es könnte funktionieren. Ich muss euch dazu sagen, gestern ist das Day One Update gefahren worden. Das heißt, ja, Fehler, Bugs und sowas, die müssten jetzt eigentlich so weit ausgemerzt sein. Leider nicht alle Bugs, so wie mein persönlicher, denn wie ihr seht, sind wir schon ein ganzes Stück weiter, das ihr jetzt nicht gesehen habt. Ich erkläre euch das kurz. Gretchen ist böse. Gretchen ist durchgedreht, hat uns mit einer Waffe bedroht und hat diesen Typ da auf dem Bett. Lazarus Taft und unseren lieben Tannhäuser hier aus der Mine gejagt. Lazarus ist aus einer anderen Welt. Wir haben im Bergwerk eine Art Stargate gefunden. Ein Quantenportal. Gut, der liebe Lazarus löst sich auf und wird bald verschwinden. Gretchen versucht das sogenannte Saturnportal, so nennen sie es, in ihren Griff zu bekommen. Vermutlich will sie damit auf die andere Seite reisen, wo auch immer die ist. Was allerdings blöd ist, sie kann aber die ganze Welt vernichten. Das ist dumm gelaufen. Lazarus kommt genau von dieser anderen Seite und wäre eigentlich schon längst wieder zu Hause. Das kann er allerdings nicht, weil er einen Quantendiskriminator braucht. Und darum hat er auch den Lotteriegewinn arrangiert, der uns hier hingebracht hat. Und ja, nach einigem Hin und Her hat sich Hans Tannhauser dann entschieden, dem lieben Lazarus zu helfen. So, und wir werden jetzt versuchen, zusammen rauszufinden, wie wir helfen können und vielleicht den Lazarus wieder nach Hause zu bringen. Und vor allem, was Gretchen so vorhat. Wie ist die Lage? Geht so. Du siehst schlimm aus. Tut mir leid. Ach, schon gut. Wirklich, ich höre das häufiger. Wegen des Quantendiskriminators. Ja? Ich habe leider völlig den Überblick verloren. Was brauchen wir nochmal? Am besten guckst du dir den Plan an. Wir brauchen eine Energiequelle, am besten eine richtig starke. Wären wir in meiner Dimension, hätte ich vorgeschlagen, eine dieser tollen 90.000 Volt Batterien einzusetzen. Aber die Möglichkeit haben wir ja leider nicht. Puh, das ist ganz schön viel Saft, den wir da brauchen. Außerdem brauchen wir einen Teilchenbeschleuniger. Klein genug, um ihn hier drin zu verbauen. Eine braunsche Röhre vielleicht? Aus einem TV-Gerät? Könnte funktionieren. Da weiß ich was. Ein Interface, um das Gerät zu steuern. Eine Tastatur, eine Klaviatur, irgendein Eingabegerät eben. Verstehe. Und dann noch ein potentes Kühlmittel. Sonst fliegt uns das Teil um die Ohren. Irgendwelche Ideen? Wasser wird wohl nicht reichen. Lass dir was einfallen. Okay, ich bin bald zurück. Ein kosmischer Windschattenkompensator. Windschattenkompensator, ja, ist klar. Selbstdichtende Schaftbolzen. Das ist das Grundgerüst für unseren Quantendiskriminator. Er ist fast fertig. Es fehlen nicht mehr viele Teile. Auf jeden Fall fehlt eine Energiequelle. Wir bräuchten außer dazu und zu guter Letzt. Okay, die braunsche Röhre aus dem Fernseher. Der einzige Fernseher, den wir haben, der steht hier unten. Das wird nicht einfach. Das Kind sitzt ja vor dem Fernseher. Oh, was zu essen. Schauen wir doch mal, was waren wir denn da? Ich möchte das alles schon mal einsacken. Es gehört eigentlich direkt in den Müll.
Irgendwas stimmt nicht mit dieser Uhr. Da ist eine braunsche Röhre drin. Die könnte ich gut für den Quantendiskriminator gebrauchen. Aber die Kleine wird für immer traumatisiert, wenn ich ihren einzigen Freund auseinanderbaue. Das bringe ich nicht übers Herz. Vielleicht kriegt sie einen neuen Freund. Hi Leni, was gibt's Neues? Heute ist der große Jubiläumsmarathon von Twilight Area. 12 Stunden am Stück. Draußen ist das große Dorffest. Hast du nicht mal Lust auf die echte Welt da draußen? Die echte Welt ist da drin. Siehst du sie nicht? Aber draußen gibt es Eis und Zuckerwatte. Ich überleg's mir. Jetzt muss ich aber erstmal weitergucken. Ich würde dem Kind nicht erzählen, dass es viereckige Augen kriegt. Da komme ich wohl immer noch nicht runter. Dann kann ich auch nichts machen. Trude? Na, Professorchen, haben Sie sich die Gegend ein bisschen angeschaut? Das kann man wohl sagen. Sie können die Polizei abbestellen. Was ist passiert? Ich habe meine Aufzeichnungen zurück. Aber der Kommissar ist bereits auf dem Weg. Na, dann sagen Sie ihm ab, sobald er hier ist. Wie Sie meinen. Ich hätte da noch eine Frage. Ja, natürlich. Sagt Ihnen der Name Lazarus Taft etwas? Taft? Ja. Ja, ja, allerdings. Doppelkopfspieler. Hat meine Gäste ausgenommen wie Weihnachtsgänse, wenn Sie mich fragen. Übler Typ. Lassen Sie sich bloß nicht mit dem ein. Hm. Oh, da sagen Sie was. Ach, schon gut. Ich wollte Ihnen die Angel zurückbringen. Super! Hat einer angebissen? Sozusagen. Hier im See ist einiges los, das sage ich Ihnen, Professorchen. Erst gestern habe ich so einen großen roten Hering gefangen. So, ich suche eben Ihr Pfand. Ah, so, bitte sehr. Hier ist Ihre Pfeife. Pfeife? Na, Ihre Pfeife. Das ist nicht meine Pfeife. Nicht Ihre Pfeife? Na sicher ist es Ihre Pfeife, Sie Pfeife. Wenn das meine Pfeife wäre, wüsste ich davon. Ich hatte Ihnen was ganz anderes als Pfand dagelassen. Aha. Hm. Was soll das gewesen sein? Ein Traveler's Check über 100 Mark. Sie Schlingel. Wie gesagt, hier ist Ihre Pfeife, Herr Tenhauser. Hm. Danke. Hm. Kriminell ist die Alte also auch noch. Tja. Dann gehen wir mal aufs Dorffest. Vielleicht kann man den Fernseher gewinnen. Wenn man nur freundlich fragt. Das sieht nicht wirklich danach aus. Herr Tenhauser? Treten Sie näher. Hallo. Woher kennen Sie denn meinen Namen? Ja, ist ein kleiner Ort. Penelope Hades. Meine Schwester und mir gehört der Bootsverleih vorne am See. Gibt's hier was zu gewinnen? Als Hauptpreis winkt eine ganztägige Bootsfahrt auf der trüben Lanke. Was kostet ein Los? Ein Los, 50 Pfennig. Leider sind schon alle Lose verkauft. Schade. Tut mir leid. Ich muss weiter. Was will ich denn dann da? Wenn ich eins nicht leiden kann, dann ist es Zuckerwatte. Tja, was mit der Schießbude? Außer Konkurrenz. Das ist eine Schießbude für Kinder. Tja. Geht gleich los, Kumpel. Hm. Mein Herr? Herr Tannhauser, nicht so einfach. Gar schön, nicht so Sie einfach. Zu sehen. Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Wie geht's, Klaus?
Er ruht sich aus, mein treuer Klaus. Haben Sie schon mal den Namen Lazarus Taft gehört? Taft? Ja, ein echter Tunichtgut. Ich habe ja nichts gegen Fremde. Schon gar nicht, wenn sie als Touristen herkommen. Aber dieser Taft war mir von Anfang an suspekt. Wenn Sie mich fragen, lassen Sie sich bloß nicht mit ihm ein. Oh, da sagen Sie was. Genießen Sie das Fest? Ja, sehen Sie nur. All die Lichter, die wundervolle Musik. Das ist mein Trüberbrook, so wie ich es am liebsten habe. Es war mir eine Ehre. Bis bald, Herr Tannhauser. Einmal gebrannte Mandeln, bitte. Einmal gebrannte Mandeln, kommt sofort. Bitte sehr, der Herr. Ich hab schon genug. Kommen Sie ran, kommen Sie ran. Wollen Sie Ihre Muckis testen? Na gut. Naja, das war ja schon mal nicht so schlecht. Mal unter uns. Ein paar Vitamine würden Ihnen vielleicht ganz gut tun, ne? Immer dran denken. Ein gesunder Geist wohnt in einem gesunden Körper. Tja. Ein Bleipokal? Also ein Pokal aus Blei. Ist klar. Ahoi. Schön hier, oder? Ja, sehr. Was macht ein Matrose hier draußen auf dem Land? Ich bin eigentlich kein großer Freund von Wasser. Bin einfach nur froh, meine Füße im Trockenen zu haben. Aber ist das nicht ein Matrosenanzug, den Sie da tragen? Ja. Und? Also, Sie haben Angst vor Wasser? Ei, Thalassophobie. Alles fing an, als ich noch ein Junge war. Damals zu Hause an einem schönen Sommertag. Ich war gerade planschen im See, als mein Onkel Ulf plötzlich mit dem Hintern voran zu einem ungestümen Sprung ansetzte. Sein gigantisches Gesäß stürzte wie ein Meteor auf mich herab. Der Anblick verfolgt mich bis heute. Damals bin ich fast ertrunken. Heute bin ich mir sicher, das muss der Moment gewesen sein, in dem ich diese schreckliche Angst vor Gewässern entwickelt habe. Was ist mit Ihrem Bein passiert? Tja, das war bei meinem zweiten Job als Klavierspediteur. Ich möchte nicht allzu sehr ins Detail gehen, aber dank der Barmherzigkeit eines reumütigen Instrumentenherstellers konnte ich mir dieses hübsche neue Bein hier leisten. Und aus meiner frühzeitig abgeschlossenen Berufsunfähigkeitsversicherung beziehe ich eine ansehnliche Invalidenrente, die mich über die Runden bringt. Oh Gott. Weit, weit weg von der rauen See. Das ist eine schöne Geschichte. Oder ist es eine traurige Geschichte? Ich bin mir nicht sicher. Ich muss da mal wieder. Passe auf dich auf! Wir brauchen immer noch eine Tastatur. Oder zumindest irgendein Eingabegerät. Wir brauchen ein Kühlmittel. Und wir brauchen zusätzlich noch eine Energiequelle. Aber wo sollen wir das herkriegen? Puh, da bin ich jetzt etwas überfragt. Wenn ich eins nicht leiden kann, dann ist es Zuckerwatte, ja. Schön, haben wir jetzt schon öfters gehört. Da ist eine Braunschippe, aber die Kleine, das bringt nicht um. Ich habe gerade eine Idee, glaube ich. Lass uns mal aufs Zimmer gehen und gucken, ob wir nicht den Fernsehempfang vom Fenster aus manipulieren können. Wenn wir das schaffen, geht die Kleine vielleicht vom Fernseher weg. Draußen feiern sie. Okay. Wäre eine Möglichkeit gewesen. Das ist der Werkzeugkasten, den mir Trude geliehen hat. Interphasenspulenschlüssel, Quantenflussregulator, ODN-Koppler, Schere. Der Prototyp der Valentine.
Hat mir ein Freund geschenkt. Nicht so einfach. Ich bin ein wenig überfordert, glaube ich, gerade. Vielleicht liegt es daran, dass es schon relativ spät am Abend ist. Für Service bitte klingeln. PS, draußen nur Kännchen. Mich nicht runter. Ich weiß es nicht, Leute. Es ist schade, dass ich euch das hämische Lachen von Gretchen nicht zeigen konnte. Aber leider ist scheinbar beim Aufnehmen was schief gelaufen und die Aufnahme hat nicht gestartet. Das ist was blöd. Mit dem Ding fahre ich ganz bestimmt nicht nochmal. Nee, aber vielleicht kannst du die Energiequelle benutzen davon nicht. Man muss eine Münze einwerfen. Nee, dann tu das doch einfach mal. Da ist doch eine. Auf der anderen Seite des Sees ist der Meteorit eingeschlagen. Mhm. Und das macht er jetzt wo dann fest? An dem grünen Licht. An einer der Felswände ist mir ein Zeichen aufgefallen. Ein Hexagon. Über seine Bedeutung kann ich nur Vermutungen anstellen. Das war jetzt aber nicht korrekt an der Stelle. Verschlossen. Jo, dann lasst uns mal zum See runtergehen. Habt ihr die ganzen Sternschnuppen gesehen da im Hintergrund? Und ganz ehrlich, für Deutschland sind die Polarlichter da auch nicht ganz normal. Bleipokal, Bleipokal. Ich glaube, der bringt uns auch nicht wirklich was. Jo. Ach, sieh mal einer an, welcher Laden da geöffnet hat auf einmal. Hansen-Eiscreme. Die habe ich als Kind immer gern gegessen. Hier glimmt was. Das bringt uns aber nichts. Die Laterne flackert unruhig. Klassischer Fall von Lichtverschmutzung. 1967 hat man sich um Lichtverschmutzung dann noch keine Gedanken gemacht. Eine Stunde, eine Mark. Dafür kriegst du heute gar nichts mehr. Aber irgendwie ist in dem Laden eh keiner. Aber ich könnte damit zum Meteor rüberfahren. Wenn mir das was bringen würde. Die Kiste wird auch noch zu sein. Verschlossen. Verschlossen. Verdammt. Ganz ehrlich, verdammt. Ich muss doch irgendwas hier nicht wohin gewaltig übersehen haben. Ich habe die Bäume benutzt und er ist weg. Der Tannhäuser. Ich nochmal auf die Karten gucke vielleicht. Bis zur nächsten Stadt sind es zig Kilometer. Was? Eine geteilte Nation. Eine Wanderkarte der Region. Der obere Teil ist abge... Okay, wenn das jetzt nicht anders geht, dann muss ich jetzt gleich echt mal die Komplettlösung rauskramen. So langsam, aber sicher habe ich nämlich wirklich keine Lust mehr. Ja, das ist mir doch zu blöd.
Ich finde ja gar nichts von dem, was ich hier finden sollte. Ich kann den Matrosen noch ansprechen, warum er zur See gefahren ist. Wenn Sie die Frage gestatten, wieso sind Sie überhaupt zur See gefahren, wenn Sie so große Angst vor Wasser haben? Das habe ich mich auch oft gefragt. Meine Mutter hat darauf bestanden, mich meinen Ängsten zu stellen. Also bin ich Seemann geworden. Das ist verwirrend. Frag mich mal. Ja. Ich muss dann mal wieder. Passe auf dich auf! Norweger nennen dich Lars. Komm sie an, komm sie an! Der Herr? Gibt's was zu gewinnen? Natürlich, natürlich! Für den Sieger des Abends gibt's einen Pokal! Na, wenn das so ist? Ja, wenn ich der Einzige bin, der teilnimmt. Naja, das war ja schon mal nicht so schlecht. Mal unter uns. Ein paar Vitamine würden ihn vielleicht ganz gut tun, ne? Wo soll ich die hernehmen? Ein gesunder Geist wohnt in einem gesunden Körper. Ist doch nichts, wo man Vitamine zu sich nehmen könnte. Der Sänger will nicht singen. Ach je, warum ich noch auf der Bühne? Runter da, runter da. Jedes Los. Was kostet ein Los? Ein Los? Fünf. Leider sind schon alle. Schade. Tut mir leid. Ich muss weiter. Das kann doch nicht sein. Sie ist wieder in ihrem Paralleluniversum. Notiz an mich selbst. Das Buffet in diesem Wirtshaus ist ein Fall für das Gesundheitsamt. Irgendwas stimmt mit dieser Uhr nicht. Ja, alles wunderbar. Da ist eine Braunsche, aber die kleine wird für immer. Das bringe ich nicht übers. Verschlossen. Ich weiß nicht mehr weiter. Trude? Hallo, Professorchen. Konnten Sie mein richtiges Pfand wiederfinden? Was meinen Sie? Mein Massagestab. Ihren was? Vergessen Sie es. Ich hätte da noch eine Frage. Ja, natürlich. Ach, schon gut. Ich muss weiter. Das bringt doch alles hier nichts. Wie zu Hause, Professorchen. Ich weiß es nicht, Leute, ich weiß es nicht. Was ist das für ein Glibber? Ist das Blut? Oh, mein Körper desintegriert. Wie meinst du das? Das war abzusehen. Das hat man davon, wenn man sich zu lange in fremden Dimensionen herumtreibt. Tut es weh? Ich würde dir gerne helfen, Kollege, aber ich wüsste gerade absolut nicht wie. Das ist der Organkollektor. Das da sieht ihr ein Teil des Quantendiskriminators aus, den ich bauen soll. Steht der Lazarus Taft hier vielleicht drin?
Ich meine, es könnte ja sein, dass ich hier komplett an der Nase rumgeführt werde. Aber ich glaube eher nicht. Ehrlich, mir gehen langsam die Ideen aus. Ich könnte noch mal ins Bergwerk zurück. Vielleicht finde ich da irgendwas. Da ist ja auch ein Teilchenbeschleuniger. Den brauchen wir ja auch noch. Die braunsche Röhre alleine wird ja wohl nicht reichen. Puh, warum soll ich jetzt alleine zurück? Das wäre ja eigentlich Unsinn. Das kann doch eigentlich gar nicht so schwierig sein. Ich kann es immer noch nicht glauben. Ich kann nicht mit leeren Händen zum Portal zurückkehren. Super. Beverly, ich habe eine verblüffende Entdeckung gemacht. Bei der einzigen Telefonzelle des Dorfes handelt es sich scheinbar um eine Art Geheimgang. Er führt direkt in die Schaltzentrale der Millennium-Kooperative. Jetzt bin ich total überfragt. Die Aussicht können wir noch aufzeichnen. Ein Aussichtspunkt weiter oben im Ort bietet einen herrlichen Ausblick über das ganze Tal. An die Reling gelehnt, die Nase im Wind, kann ich den Blick bis zum anderen Seeufer und in die Berge schweifen lassen. Und gebracht hat das rein gar nichts. Mit dem Ding fahre ich ganz bestimmt nicht nochmal. Du sollst auch nicht damit fahren, verdammt. Antenne ermöglicht den Fernsehempfang in der Gaststube. Das ist ja schön. Muss ich mit der Trillerpfeife und der Antenne? Jetzt nicht ernsthaft. Sie sind gemeinsam so schwer, dass die Antenne fast abbricht. Ernsthaft? Das war jetzt die Lösung? Wow. Nö, war es nicht. Eine neue Episode von Twilight Area. Die sind nur fast so schwer, dass die Antenne abbricht. Muss ich vielleicht nochmal pfeifen mit der Tröte. Dann hätte Trude sich ins eigene Fleisch geschnitten. Sie sind gemeinsam so schwer, dass die Antenne fast abbricht. Die Antenne ermöglicht den Fernsehempfang in der Gaststube. Super, die bricht aber nur fast ab. Super. Die Antenne ermöglicht den Fernsehempfang in der Gaststube. Ja, ich hab's kapiert. Außer Konkurrent, das ist eine Schießbude für Kinder. Der Musiker vielleicht noch. Lass mich noch kurz auf Betriebstemperatur kommen. Bum.
vielleicht mit dem Eimer. Vielleicht kommt der Eimer dann runter. Ich weiß es nicht. Schade, ich dachte gerade, die Tür wäre hinterlegt gewesen. Den Eimer scheint man aus rein dekorativen Gründen dort oben aufgehängt zu haben. Und jetzt? Jetzt wird es langsam wirklich schwierig. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was ich noch machen soll. Aber ich kann den Baum anquieten, da wird wahrscheinlich auch nichts passieren. Immerhin kann ich jetzt Vögel fernsteuern. Kann ich denn das Vögelchen da einzeln anklicken oder ist das jetzt ein Steuerungsfehler? Nein. Oder? Naja, passiert auf jeden Fall nichts. Lampe aus. Ein Schwarm Glühwürmchen hat sich um die kaputte Straßenlaterne versammelt. Vielleicht halten sie die Laterne für ihren Gott. Wie wohl das Leben klar. Des Glühwürmchen ist? Ein Schwarm Glühwürmchen hat sich um die kaputte Straßenlaterne versammelt. Vielleicht halten sie die Laterne für ihren Gott. Wie wohl das Leben als Glühwürmchen ist? Ist ja ein nettes Gimmick. Ich wüsste nicht, wohin. Boah. Hades. Tretboot. Verleise, wenn hier ist ein Anglerbedarf, ja. Mann. Das Ding wird immer noch dicht sein, dann können wir wieder zurückgehen. Ganz ehrlich, so langsam nervt's. Mein Herr? Herr Tannhauser, schön, Sie zu sehen. Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Genießen Sie das Fest? Ja, sehen Sie nur, all die Lichter, die wundervolle Musik. Das ist mein Trüberbrot, so wie ich es am liebsten habe. Naja, ich glaube, ich muss noch was trinken. Das liebliche Zischen einer Dose. Es war mir eine Ehre. Bis bald, Herr Tannhauser. Und trotz allem habe ich immer noch keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Wenn ich eins nicht... Ja, was, Zuckerwatte? Lose kriege ich keine. Jedes Los ein... Gibt sie was... Als Haupt... Gibt sie was... Als Haupt... Was kostet ein Los? Leider. Schade. Tut mir leid. Alle verkauft. Tut mir was leid. Was kostet ein? Schade. Tut mir leid. Puh, ich muss weiter. Leute, ich muss irgendwas übersehen. Aber ich weiß verdammt nochmal nicht was. Klar, so ist der Fernsehempfang gestört. Es funkt ein bisschen. Sie sind alles gemeinsam schön und so gut. Schwer, dass die Antenne fast abbricht. Aber was habe ich davon? Die Antenne ermöglicht den Fernsehempfang in der... Ja.
Ich habe keine Ahnung. Auch das bringt rein gar nichts. Das ist so langsam. Finde ich es doch ein bisschen demotivierend. Trude? Hallo Professor. Ich muss weiter. Fühlen Sie sich wie... Das noch mal durchgucken. Glaube ich aber nicht, dass sich da irgendwas tut. Eine neue Episode von Twilight Area. Da ist eine braunsche Röhre drin, aber die, das bringe ich. Sie ist wieder in ihrem. Sie ist wieder in einer Art Trance. Ein trübes Ölgemälde von welkenden Rosen in einer. Ein Teil der Farbe blättert ab. Ich bin offiziell überfordert hier. Ich weiß, ich übersehe irgendwas, aber ich habe keine Ahnung, was. Verschlossen. Okay, Leute, ich gucke jetzt nach. Ich brauche hier Hilfe, um zu gucken, wie es weitergeht. Also wollte ich eigentlich nicht, aber gebt mir gerade eine Sekunde. Diese Ersatzteile zu finden ist allerdings mit vielen kleinen Subpuzzles verbunden. Ja, das ist mir schon klar, das habe ich auch gemerkt. Okay. Wir haben offensichtlich bei uns im Zimmer etwas übersehen. Da muss ein leeres Glas stehen. Die Dinger kann ich nicht mitnehmen. Das sind keine leeren Gläser. Und da ist ein leeres Glas. Okay. Dann müssen wir tatsächlich, wie ich eben gesagt habe, die einzigste Lösung, wir müssen zum See. Gut, es ist schade, wenn man jetzt bei so einem Spiel auf die Komplettlösung zurückgreifen muss, aber ich sag mal, ich kann jetzt hier natürlich auch nicht wochenlang mit einem Spiel zubringen. Nicht wahr? Hier will ja auch irgendwann noch ein Video-Review gedreht und ein Text-Review geschrieben werden. Und ganz ehrlich, bei 7 bis 10 Stunden Spielzeit, wie es angegeben wird,
ist das jetzt nicht wirklich sinnig, da so lange dran rumzufummeln. Hier steht am Pier und guckt vor dem Pier auf den Boden. Ja, da ist ein Los. Ein Ticket für die Tombola. Heute ist wohl mein Glückstag. Ja, bestimmt. So. Wir sollen ein paar Mandeln auf dem Boden verstreuen. Wo kann ich das denn tun? Wir haben ja schließlich die gebrannten Mandeln mitgenommen. Ach, das ist das, was ich eben meinte mit die Vögel sind auch hinterlegt. Das ist jetzt gerade irgendwie ein bisschen fummelig, ja. Kommt, put, 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 put. Ups, ich habe sie wohl zu viel gefüttert. Ja, damit sind sie nämlich schwerer und reißen der Zähne nicht nur fast ab. Schon besser. Gut, und die kann ich bestimmt mit dem Gefäß fangen. Ja, manchmal braucht man eben nur einen kleinen Tritt in den Hintern, dass es wieder funktioniert. Ja, diejenige, der die Komplettlösung geschrieben hat, die ich hier nebenbei offen habe, der scheint auch nicht ganz beim Spiel gewesen zu sein. Der nennt Trude nämlich Gretchen. Treten Sie näher. Jedes Mal sein Gewinn garantiert keine Nieten. Als Hauptpreis winkt eine ganztägige Bootsfahrt auf der trüben Lanke. Und erzählt nämlich, dass die Vögel mir jetzt erst vertrauen und jetzt erst der Pfeife folgen. Jedes Los ein Gewinn, garantiert keine Nieten. Hier, ich habe ein Los gefunden. Na sowas, die Glückspilz. Schauen wir doch mal nach, was Sie gewonnen haben. Okay, halten Sie sich fest. Hier ist Ihr Preis. Eine Dose Katzenfutter. Zur Verfügung gestellt von der Trüberbrucker Werbegemeinschaft e.V. Hui. Na, schönen Dank. Super. Viel Spaß damit. Ach ja. Jetzt kann ich hier bestimmt... Yep. Knack. Hey, verschwindet ihr Spielverderber. Bevor wir das machen, Katzenfutter. Das können wir doch bestimmt bei dem Mann mit der Katze eintauschen. Mein Herr? Der auch, der Baron von Sylt. Schön, Sie zu sehen. Oder Freiherr von Sylt. Ich habe Sie bei der Tombola gesehen. Haben Sie was gewonnen? Ich habe ein paar Wanderschuhe gewonnen. Sehen Sie mich an. Wohin sollte ich denn noch wandern? Sie hingegen, Herr Tannhauser, wirken wie jemand, den gerne mal die Wanderlust packt. Oh, im gelben Wagen sitz ich beim Schwager vorn. Ja, ja, so war das. Und Sie, hatten Sie Glück mit Ihrem Los? Ich habe das hier gewonnen. Sagen Sie, ist das vielleicht Katzenfutter? Ich frage für meinen Kater Klaus. Er liebt Katzenfutter. Würden Sie vielleicht tauschen? Was schwebt Ihnen vor? Sie überlassen Klaus und mir diese köstliche Dose Katzenfutter und ich schenke Ihnen im Gegenzug dieses neue Paar Wanderschuhe, Größe 48. Also, was meinen Sie dazu? Ja, natürlich. Mit Wanderschuhen kann ich bestimmt mehr anfangen wie mit Katzenfutter. Okay, machen wir es so. Sie werden es nicht bereuen.
Das finde ich jetzt gerade was doof hier von der Steuerung her. Aber vielleicht geht die Kleine jetzt raus und ich komme an die Braunsche Röhre dran. Die Kleine ist sogar weg. Da ist eine Braunsche Röhre drin, ohne das richtige Werkzeug. Gut, ich habe da oben einen Werkzeugkasten von Trude. Da wird wohl schon Werkzeug drin sein, nicht wahr? Das ist der Werkzeugkasten, den mir Trude geliehen hat. Okay. Also wohl doch nicht. Trude? Hallo, Professorchen. Ich hätte da noch eine Frage. Ja, natürlich. Ach, nee. Schon gut. Ich muss weiter. Fühlen Sie sich wie zu Hause, Professorchen? Vom See kommen wir, da waren wir. Wir waren auf dem Zimmer. Dann kann es jetzt ja eigentlich nur noch da oben am Aussichtspunkt weitergehen. Da ist ja sonst nichts mehr da, ne? Oder? Sehe ich das vielleicht irgendwie falsch? Ach, gucke mal, wer da ist. Und gucke mal einen Socken. Dem fehlt doch, oder der fehlt doch ein paar Wanderschuhe, würde ich behaupten. Schöner Abend für einen Spaziergang, nicht wahr? Unheimlich. Die Luft. Riechst du das? Fichten. Fichten, Tannen, Douglasien. Ich konnte Koniferen noch nie so gut auseinanderhalten. Die Fichte sticht, die Tanne nicht. Tanne. Fast so wie mein Name. Nie drüber nachgedacht. Wie heißt du denn? Tannhäuser. Tannhäuser würden wir hier sagen. Deutsche Wurzel? Mein Opa. Ah, Tannhäuser, also doch. Die Dinger da auf dem Boden. Wir sagen Tannenzapfen dazu. In Wirklichkeit sind es Fichtenzapfen. Wusstest du das? Wie meinen Sie das, in Wirklichkeit? Na, Tannenzapfen zerfallen am Baum. In ihre Einzelteile. Fichtenzapfen bleiben ganz. Sachen gibt's, denkt man gar nicht. Bist du aus der Gegend hier? Nein, nur zu Besuch. Gewöhne mich langsam dran. Ich auch nicht. Ich komme wegen der schönen Aussicht. Er raucht aber viel. Zigarette? Danke. Hab aufgehört. Das Klima hier tut mir jedenfalls wahnsinnig gut. Und schmeiß die nächste Kippe weg. Junge, das wird teuer. Was machen Sie hier oben ganz allein? Wieder eine an. Genug von dem Trubel da unten? Ich reise einfach gern. Immer unterwegs. Wandern und so weiter. Und jetzt legen Sie ein Päuschen ein? Ach, ich habe meine Wanderschuhe verloren. Einfach übers Geländer gefallen. Und weg waren sie. Wenn du mich fragst, hocken wir doch alle in demselben riesigen Hinterhof. Der ganze Wahnsinn. Die Stimme passt irgendwie nicht dazu. Schade. Die Suche nach einem Sinn. Irgendwas. Ich habe sie unten bei der Tombola gesehen. Ja, ich habe mein Glück versucht. Haben Sie was gewonnen? Leider nur eine Dose Schnupftabak. So ein Reinfall. Dabei habe ich dem ganzen Teufelszeug längst abgeschworen. Und du? Ich habe ein paar Wanderschuhe. Haben Sie nicht Ihre verloren? Ja, leider. Für dein paar Wanderschuhe würde ich einiges hergeben. Möchtest du zufällig tauschen? Deine Wanderschuhe gegen meinen Schnupftabak. Na gut. Dankeschön, das ist wirklich nett. Und sogar meine Größe. Klingt ein bisschen nach Lebenskrise. Ach nein, so würde ich das nicht nennen. Den Durchblick, den habe ich. Durchblick, genau. Die ganzen Sternschnuppen im Hintergrund, Wahnsinn. Kennen Sie die Leute hier? Die meisten. Ich komme eigentlich jedes Jahr hierher. Warum? Kennen Sie einen Mann namens Lazarus Taft?
Kenne ich. Interessanter Mann. Ich habe einmal haushoch im Doppelkopf gegen ihn verloren. Woher er kommt und was er hier macht, ist für alle ein Rätsel. Angeblich hat er von den Doppelkopfmillionen das alte Herrenhaus draußen in den Wäldern gekauft. Er kommt selten hier in den Ort. Wenn man die Leute reden hört, ist das aber auch kein Wunder. Naja, lass sie reden. Meine Meinung. Das stimmt. Ich muss weiter. Gut. Okay. Schönen Abend noch. Und danke nochmal. Nichts zu danken. Endlich kann ich wieder los. Die Wildnis ruft. Ade. Ade. Ah, wieder eine Trophäe. Auf der anderen Seite des Sees ist ein Meteorit eingeschlagen. Komme ich da jetzt vielleicht... Ach nee, ich habe die Wanderschuhe ja gar nicht mehr. Da muss ich den Schnupftabak garantiert auch wieder tauschen. Den hier vielleicht? Nee, mit dem kann ich nicht reden. Der Ruppras war doch eine Bootsfahrt. Den hat doch garantiert der Matrose gewonnen. Hat doch jeder irgendwas gewonnen, was er nicht brauchen kann. Ahoi! Ja. Was ist mit ihrem Bein? Der stand ja eben auch bei der Tombola dabei. Jetzt habe ich einen falschen Knopf gedrückt. Ich habe sie bei der. Haben sie was gewonnen? Ja, diesen Gutschein für eine Bootsfahrt hier. Dabei hasse ich Wasser. Ich weiß. Und ich du? Darauf habe ich spekuliert. Ich habe das hier gewonnen. Ist das Schnupftabak? Oh Mann, ich liebe Schnupftabak. Was stellen Sie sich denn vor? Möchtest du weißt schon, den für die Bootsfahrt hier auf dem See. Den habe ich bei der Tombola gewonnen. Oh, der ist ja hier vom örtlichen Bootsverleih. Ja, möchtest du ihn? Möchten Sie ihn nicht? Immerhin war das der Hauptpreis. Ich hasse Wasser. Echt. Nimm ihn einfach. Okay, okay. Machen wir es so. Okay, Hand drauf. Ich glaube, wir gehen jetzt mal mit dem Bötchen fahren, nicht wahr? Wo rennt der denn da? Wo willst du hin? Hier ist nichts. Oh, er lädt doch weiter. Okay, das sieht nicht schön aus. Kein Zutritt. Briefträger, ja. Paketzustellungen und Pizzaservice. Zweimal laut pfeifen, Lieferung abstellen und verschwinden. PS, keine Werbung. Ich sehe eine mittelschwere Umweltkatastrophe. Räumen Sie weg. Beverly. Mein Bild von diesem beschaulichen Örtchen ist getrübt. Mitten im Wald, so scheint es Usus zu sein, laden die Bewohner ihren Unrat ab. Man stellt sich die Frage, wer macht sowas? Hm. Ah, guck mal an. Genau, er hat ja eben gesagt, er hat allen Metall gesammelt. So. Seil. Klar klettert er so. Bestimmt. Ich glaube alles. Wenigstens was Neues. Papers, please. Ein herrlicher Ort, um eine Bank aufzustellen. Glaube ich nicht. Aber jedem das seine.
Dann sind wir hier, den Verschwörungstheoretiker schlechthin. Erwischt! Das ist ein Privatgrundstück! Und offensichtlich hast du es unerlaubt betreten! Dieses Mal, ich sag's dir, hast du dir die falsche Nachbarschaft ausgesucht! Ich sehe keinen Grund zur Gewalt. Hast du das Schild nicht gelesen? Nein. Schilder? Welche Schilder? Witzig! Du bist einer von denen! Ich weiß es, gib's zu! Einer von denen? Oh nein, nicht schon wieder. Okay, ich sag's Ihnen. Und ich sag's Ihnen nur ein einziges Mal. Ich bin kein Außerirdischer. Mir egal, was Sie glauben oder nicht. Ein was? Ein Außerirdischer? Du hältst dich wohl für besonders clever, hä? Im Gegenteil. Und wenn Sie glauben, ich würde mich noch einmal irgendwelcher Tests unterziehen. Ihr Regierungstypen werdet auch immer frecher. Regierungstypen? Ich hab euch letztes Mal schon gesagt, nicht mit mir. Name und Dienstgradsoldat. Sind Sie von der CIA, BND, HVA, FBI, NSA? Raus damit! Was ist HVA? Ich heiße Tannhauser. Ich bin Quantenphysiker und mache Urlaub. Lügner! Das ist lächerlich! Sag lieber die Wahrheit, sonst... Sag etwas! Was ist mit Ihrem Eichhörnchen? Das ist mein Freund Dösi. Müder Typ. Wo? Okay. Du hast wohl recht. Deine Lügen sind zu billig. Also... Was machst du dann hier? Und dieses Mal die Wahrheit. Die ganze Geschichte. Nun gut. Alles begann vor ein paar Wochen, als ich diese Gewinnbenachrichtigung erhalten hatte. Tante Lotti war einverstanden mit meiner Reise nach Europa. Einen solchen Gewinn dürfe man nicht ausschlagen. Vielleicht würde ich ja sogar jemanden aus der Verwandtschaft ausfindig machen. Außerdem hätte ich mir eine Auszeit richtig verdient. Quatsch, weiter. Ich solle nur heile und gesund wiederkommen, wünschte sie sich. Ganz ehrlich, Leute, ihr könnt das da unten mitlesen und... habe ich mich also auf den Weg gemacht. Das werde ich auch tun. Ich denke, wir werden an dieser Stelle für heute einmal Schluss machen. Bin ich hier oben gelandet. Interessante Geschichte. Völlig bescheuert, wenn du mich fragst. Naja, gut, wenigstens erzählt er jetzt nicht die ganze Geschichte. Kann ich nur sagen, ich hatte schon immer den Sollte Eindruck, eigentlich reichen an dieser Stelle. Ich schaue mal gerade auf die Uhr. Ja. Wir haben schon wieder eine gute Stunde rum. Das reicht dann auch für die vierte Folge wieder mal. Ne? Ins Detail gehen. Lessing übrigens. Ja. Wir werden uns das Ganze hier in der nächsten Folge dann weiter anhören. Mal sehen, was dieser komische, bekloppte Typ mit dem Aluhut da oben noch alles drauf hat. So langsam kapiere ich hier irgendwie gar nichts mehr. Und wo wir hier unsere Teile finden sollen, kann ich euch auch nicht sagen. Aber wir werden es herausfinden. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich musste auf jeden Fall nachlesen und habe mir ordentlich den Kopf zerbrochen. Wir sehen uns mit der nächsten Folge Let's Play Trüberbrock wieder. Vielleicht gebe ich es auch auf. Ich weiß es noch nicht. Schauen wir mal. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß mit euren Games. Und ihr könnt gerne mal einen Daumen hoch da lassen. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Gerade jetzt in der Anfangszeit wäre das sehr, sehr hilfreich. Ihr könnt natürlich auch gerne einen Kommentar hinterlassen. Auch darüber würde ich mich freuen. Ja, habt ihr Ideen, Fragen, Anregungen? Oder wollt einfach nur mal Hallo sagen? Könnt ihr natürlich gerne machen. Auf jeden Fall, ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Euer Frank von Flaps Gaming. Bis dann. Ciao, ciao.